Hallo YouTube, ich habe für euch ein neues Video zusammengestellt als Weihnachtsgeschenk für euch. Mein Chat ist aufgeregt. Ich hoffe, die Leute, die das sehen auf YouTube auch. Wir gehen jetzt rein in das coole neue YouTube-Video, was ich aber jetzt nicht verraten kann, was es ist, weil wegen Chat und so. Here we go. Let's get the party started. Und schönes Weihnachtsfest euch allen. Let's go! Das mal. Schreibt es in die Kommentare. Ja, seid ihr gut im Bett? Schreibt es ins Chatfenster hier, Leute. Schreibt es in den Chat. No, God, please, no! 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 Und ich mag das nicht. So, und ich will halt nicht in so einem Ganzkörperkondom stecken, wenn ich halt Kinder animieren muss, wo man halt gefühlt alles sieht. Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute! Alles wissen. So, wo ist meine Brille? Wo habe ich jetzt meine Brille gelassen, ey? Hä? Ich die nicht. Hä? Ach so, die ist. Ah. Hi, ich heiße Andy und verzieh mich noch nicht. Ich bin der Typ, den meisten der Schweinchen. Es fängt ganz langsam an, aber dann schreit jeder in der ganzen Stadt. Ehrlich, ich mag Möpse. Bin ich ehrlich, habe ich kein Problem mit Möpse mir anzugucken. Okay, Katja als Elsa, let's go. Man muss immer seine Vorteile kennen. In meinen Händen sieht alles groß aus. Wieso sage ich sowas? Okay, warte. Jetzt fühle ich mich ein bisschen unter Druck. Ich komme da ran. Hier. An die Spitze. Da ist es nass. Nein. Oh, bitte klippt das. Einfach Model. Einfach aus Joke. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Weil ich gerne geschminkt werden wollen würde. Die durften dann halt auf meinem Gesicht halt machen, was sie wollen. Okay. So, let's go. Jetzt darf ich halt so wie so jemand mit Botox. Darf ich halt meine Gesichtsmuskulatur nicht an? Oh. Das ist jetzt mir neu, dass halt es jemanden in dieser Welt gibt, bei dem kein TikTok angezeigt wurde mit We Don't Talk About Bruno. What the fuck? Aber das... Ich tu mir nicht so, als würde ich hier dann dein Leben. Also bitte. Als ich mitbekommen habe, dass Rezo mir gefolgt hat, ne? Junge, ich habe mein Handy sofort weggeschmissen. Ich war so. Ich so? So, ich konnte das gar nicht begreifen. Ich war so. No. Mein Blick, ihr hättet meinen Blick sehen müssen. Ich bin richtig rot angelaufen, Handy wegschmeißen und fauchen. Ja, genau, ich bin dann halt, ich habe so mein Handy und dann schmeiße ich es weg und mach's.
weil ich mit der Situation nicht umgehen kann. Ich kann es einfach nicht. Der ist einfach ultra lang. What the fuck, Alter? Ich fühle mich schon so ein bisschen wie eine Domina jetzt aber, ne? Hier mit dem Lack und Leder, du. Boah, freue ich mich aber, du. Kommt nochmal bei ganz anderen Möglichkeiten zum Einsatz. So. That's what she said. Küssen, was ist das? Okay. Dass das halt wie Step Up so ein bisschen provozierend war. Ich meine, ich und Lucky hatten dann halt so dieses, ey, so oft wie ich Lucky von hinten gebumst habe, so, ich hab den einfach, also der, okay, das klang gerade voll. Der männliche Part hat mich dann halt quasi angetanzt und ich war so, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, wie als wäre ich so besessen, einfach so weg. So, okay. Und dann kam der weibliche Part und die war viel aktiver, viel radikaler. Die hat mich halt, weil bei dem Mann konnte ich noch so flüchten und bei der Frau, bei der Stripperin, so ich war halt so an der Wand und dann hat die dann so den Arm so dran gemacht und hat dann halt so ihren Shaky Shaky da gemacht und ich. Sah das ungefähr so aus? Und ich so. Und dann fing die dann halt so an. Ich so, okay, jetzt reicht's. Ich so. Wenn du aussehen würdest wie so ein Eimer Schrauben, Alter, so, dann hättest du das tatsächlich nicht. Geh ich von aus. Ich stelle jetzt diese ganz steile und wagemutige und aber witzige These, dass du mehr Probleme hast, wenn du eine attraktive Frau bist. Ja, schon. So. Was, ne? So, und du bist ja, wie gesagt, du siehst nicht aus wie ein Teller bunte Knete, da guckt man ja auch gerne mal hin. Ihre Brüste leuchten. Ihre Brüste leuchten. Ha! The Magical Boobies. Sie sind da. Erster Teil deines Rap-Namens ist die Prozentzahl deines Handy-Akkus. Verdammt! Wie viel Akku habe ich denn? Handy? 42. Big. Der zweite Teil ist die letzte Ziffer deiner Handynummer. Big Pimp. Mein Name wäre Big Pimp. Glaubt ihr, ich werde damit groß? Ah. Seid ehrlich zu mir. Ich möchte nicht, dass ihr halt so lieb seid und dass ich dann zu DSDS gehe als Big Pimp und dann mich alle auslachen. So, aber ich lache über die Schwerkraft und wie sich Penisse zu der Schwerkraft verhalten. Das heißt nicht, dass ich gerne an meinen Möpsen spiele. Eigentlich ignoriere ich die Dinger die meiste Zeit meines Lebens. Aber ich habe gerade was kaputt gemacht. Jetzt muss ich mir ein anderes Spielzeug suchen. Und ja, ich muss irgendwas rumklappern oder so. Ich wollte bloß halt mit einem Haargummi das machen, damit es nicht so doll Lärm macht. Okay. Erstmal mit den Liebeskugeln hier ein bisschen spielen, ne? Man kennt's. Wo ist das Häufchen? So, wo ist das Häufchen? Irgendwo gibt's immer so ein kleines Ding, was halt irgendwie nicht richtig lief.
Oh Mann, jetzt musste ich so spucken, ey. Danke, Blatt. Da ist ein Tampon. Da ist ein Tampon. Da ist ein Tampon. Mit einer Fahne. Das ist so ein Tampon. Wo ist das ein Spaceman? Seit wann sieht ein Spaceman so aus? Das ist ein Tampon. Okay. So, wo bleibt die? Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit? Oder ist es nur unsere Fantasie? Oha, was ein Timing. Wow. So, ich bin. Ja. Luisa 14. Mhm. Ist mein Busen zu klein? Ich meine, hey, ist eine richtige Frage für dich. Nee, und dann Marmelade und dann entweder Salami oder Käse drauf. Oder Brötchen, Butter, dann Nutella und da Salami oder Käse drauf. Oder ein Brötchen mit Butter und dann Frischkäse und dann Marmelade und dann Käse drauf. Ich liebe es zu essen. Oh, yes! Es gibt, da steckt Arbeit hinter und Geld, dann kommt nicht über Nacht. Mhm. Ja, aber ich liebe es wie bei Ratatouille, so, oh, das schmeckt gut, das schmeckt auch gut, mal gucken, wie es zusammenschmeckt. So, das bin ich. Das mache ich. Meistens will man ja in das andere Geschlecht so. Ne? Das war schon vorher so. Wir haben das nicht mitbekommen. Bitte. Oh, die ist aber. Die. Ja. Die ist heiß. So wie ich. Das ist übrigens der Körper einer Frau und das ist die Minitasche dazu. Die ist einfach, ihre Vagina ist größer als diese Tasche. Die Öffnung ihrer Vagina ist wahrscheinlich größer als, als diese Tasche. Guck's dir an. Wer braucht denn sowas? Da hast du ja Pinguine hast du zu Hause, hast du gesagt. Ja, durchaus. Also ich bin nicht der Meinung, dass man sich schämen sollte, wenn man irgendwelche Sexspielzeuge hat und zu Hause. Finde ich überhaupt jetzt nicht. Ich habe einen Pizzaschneider. Was denn? Besser wird's nicht. Habt ihr gehört? So ein Ding ist das nämlich. Aber deswegen liebe ich euch. Ich schluck's gerne für euch runter. Gar kein Thema. Auf Ehre. Ihr wisst, auf Ehre. Ich heiße. Einfach nur offen bist. Ja. Und wenn du keine hochkriegst, dann ist das die alte, die nicht pariert. Okay. Ja! 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 Das ist der Grund. Männer, seid beruhigt. Es liegt nicht an euch. Es sind die Ego-Fotzen. Ja.
frech. Jetzt ist es raus. Frech von uns. Frecher. 15 bis 20 Stunden mit diesem Turnierpferd über Felder und Wiesen und durch Wälder galoppiert. Und wie sie das dann gemacht mit dem. Was tust du? Was tust du? Was tust du denn da? Hast du gehört, wie lange? Ich konnte es nicht bei mir behalten. Wenn ich halt im Bett bin und ich merke, da will irgendjemand einbrechen, so, dann habe ich die Wahl zwischen Baseballschläger oder was anderem unter meinem Kopfkissen. So, das, der Vibrator, man kennt's. So. Und dann, oder so ein 30 cm BBC raus. Und dann habe ich halt so die... Geh oder... Ich penetriere dich. Ich weiß ganz genau, wo deine Prostata liegt. Also wie gesagt, wer irgendwie auf Insta aktiv ist und Bock hat, mir zu helfen, weil ihr dann so sagt, so, oh, der Sound, ja, kann ich mir gut die Kalja vorstellen. Schickt mir den Sound oder markiert mich drunter. Damit würdet ihr mir schon extrem viel Arbeit abnehmen, tatsächlich. Hey, kann ja sein Horse-Shame, kein Horse-Shaming hier, sondern diese. Nein, Pferde sind doch toll, aber ich reite lieber anderes. Wo schiebst du mich eigentlich hin? Ich schieb dich. Du schiebst mich nicht! Blatt, können wir das einmal bitte auf Aufnahme haben, wo sie mich überall hingeschoben hat in den letzten paar Minuten? Sorry. Nein, das Ding ist, Gott sei Dank habe ich hier eine Kamera. Das Ding ist, weil du halt hier auch ständig am Rumrutschen bist, habe ich angefangen, meinen Fuß auf die Rolle zu machen, weil du sonst die ganze Zeit über meine Zehen fährst. Ja. Deswegen musst du das aber nicht wegdrücken. Ich stütze mich da nur ab. Ich kann nichts dafür, dass du so ein Leichtgewicht bist. Ich dich da nicht hin und her schieben kann. Ist okay. Schiebung! Oh, warte mal. Ach so, läuft schon. Okay. Oh Gott, ich will nicht wieder hingucken. Aber ich weiß sonst nicht, ob es an oder aus ist. Es gibt halt so... Okay. Hallo?
Entschuldigung. Erbe, 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 Erbe. Ja, Blanu meint Erbe, Erbe. Einen männlichen Erben. Erbe, Erbe. nicht klippen. Leute, nicht klippen. Es fehlt der Kontext. Es fehlt der Kontext. Macht's nicht. Jetzt fängt's an. Guck mal, jetzt habe ich keine Kraft mehr in den Fingern. Ey, das sah doch gerade einfach aus, als hätte ich mir irgendwie eine Leine gezogen, oder? Ich habe mir keine Leine gezogen. Ich habe die Klebertube gebissen, damit Kleber rauskommt für meine Nägel. Ja, kennt man. Für Harley Quinn. Passt auf. Das habe ich halt auch gemacht. Warte mal. Habe ich das heute abgedreht? Ja, ich habe es gestern. Nee. Doch. Nee. Doch. Doch, habe ich gemacht. Und zwar... Ich werde dich lieben, wenn du mich lässt. Ich höre dir gerne zu beim Schweigen. Wenn ich mit dir ist da Magie. Wird dir gern deine Schönheit zeigen, die du grad nicht siehst. Doch ich weiß nicht wie. Ich spür es, was dich auf die Gedanken so laut es tut weh. Und obwohl du's nicht zeigst, dass es dich grad zerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Übrigens, wir machen nachher noch Sandwiches. Bevor wir Twitch Clips Germany nachher gucken, machen wir kurz einen Break und ich hole wieder die Sandwich-Zutaten her und dann machen wir wieder in meinem Schoß Sandwiches, okay? Okay? Ich gebäre wieder Sandwiches, let's go. Aber später, nach der Bravo. Ich bin froh, wenn ich halt aufwache und weiß, wie ich heiße, also bitte. Nippel! Oha, Nippel, ich grüße dich! 4 Monate schon hier, ey, Nippel. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich deinen Namen lese, ne? So. Hat nichts damit zu tun, dass ich Nippel mag, nein. Ich mag diesen besonderen Nippel. Den Nippel. Und den da. Den Nippel hier. Guck ich mir... Oh, ich habe gerade voll meinen Nagel rangehauen. Aua. Oh, mein Knie. Oh, meine Hand. Oh, die Hand tut mir weh. Aber das Knie auch. Oh. Scheiße. Ich muss echt lernen, wie ich mit denen noch umgehe. Ah, oh, das war der Nagel. Guck mal, jetzt geht's ein bisschen zurück. Maybe fixt sich Vodafone. Ficken können sie sich auch, aber fixen auf jeden Fall wichtig. Twitch Clips Germany. Twitch Clips Germany, let's go, Leute. Let's do this. Weißt du, Luft, ich grüß dich. So, jetzt muss ich halt auf nichts achten. Es hat schon geklingelt. Pizza ist da. Let's go. Wir gehen rein da. Wer kennt's nicht? Tinder Surprise. Ich hab die gesehen in der Kasse. Ich so, mein Gott, das ist ja so lustig. Ich brauch das. So, Tinder Surprise ist da. Dann für ihn und Maxi. Who's your daddy? Ich bin's funny, okay? Einmal der Kondom Who's your daddy? Fand ich unfassbar lustig. Und der letzte im Bunde ist, den fand ich am besten, Starfuck.
Das ist mein Spark-T-Shirt in Größe S. Und ich finde, das steht mir unfassbar gut. Ich finde, ich hätte auch... Es hat geblitzt. Oh mein Gott, ich habe genau dahin geguckt und dann hat es so über... Jetzt donnert's auch. Ich habe auf meine Möpse geklettert. Okay. Jetzt ganz vorsichtig. Okay, sauber. So, man kann ganz optisch sagen, so, ja, ist okay. Aber würde ich halt nicht bangen. Ist halt nicht mein Typ. Meine Pups werden jetzt kalt. Das sind jetzt Eiswürfel. Eiskugeln. Kleine. Ganz kleine. So. Ich sag gar nichts dazu, okay? Komm, ist okay. Nicht weiter vertiefen. Wieso seid ihr so fucking gemein? Wieso seid ihr so? So, wir gucken mal, wie ich reagiert habe. Ich hasse euch alle. Alle. Was ist Schenkeltoast? Mike, das ist halt dieses... Diese Brötchen... Brötchen... dieser Brötchenteig in ein Toast... in ein... So ein... Wie heißt denn das? Sandwich Maker. Und dann in meinen Schenkeln hier... Das ist ein Schenkeltoast. Weil erstens, es ist wie ein gleichschenkliges Dreieck. Es ist wie ein gleichschenkliges Dreieck. Erstens. Und zweitens, es gebärt sich gerade in meinen Schenkeln. Hörst du es brutzeln? Das ist zwischen meinen Schenkeln. Weil ich bin ein knallharter Hund. Männer, hört zu, es ist wieder was für euch. Julian 15 sagt, mein Penis ist krumm wie eine Banane. Okay. Wenn mein Penis steif wird, ist er nicht gerade, sondern etwas gebogen. Mein Kumpel meint, das wäre kein Problem. Ich habe aber Angst, später mal mit einem Mädchen zu schlafen. Sie lacht mich doch bestimmt aus. Was soll ich tun? Ich war dann halt aber voll in den Gedanken. Ich war halt, das war ja auch nicht böse gemeint. Es war einfach so, ich guck sie so an. Ich so, warte mal, hat die nicht vor kurzem noch ein Kind? Haben sie nicht vor kurzem noch ein Kind bekommen? Ja, vor 3 Wochen. Boah, sie haben voll die schöne Vagina. Okay. Gamungo fragt, Frage des Tages. Hättest du für 10 Minuten ein höheres IQ als dein jetziges, als über 10, was würdest du tun? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine fantastische Frage. Ich würde dich einfach bannen. Vlad, du darfst. Du darfst. Show me.
Excuse me, Katja hat Nein gesagt. Ja, ich habe Nein gesagt. Wieso hört denn keiner auf mich? Ich dachte, ich hätte als Streamerin so wenigstens ein kleines bisschen Autorität. Man ist ja immerhin mein Stream. Oder nicht? Ich habe aus Versehen ein Kind gehauen. Fällt mir gerade mal auf. Ich hab diesen Move mit der Mom gemacht, ne, dieses meiner ein Haus für meine Mama, und dann kam das Kind so, wollte an mir vorbei, und ich habe sie kurz mit der Hand getroffen. Okay, wir haben jetzt mir die Boobs gemacht. Wir haben jetzt die Boobs gemacht, okay? So, wir haben jetzt, dann kann ich halt so machen. Ich habe jetzt noch eine Waffe. Es ist eine gläserne Nagelfeile. Guckt, wie spitz und gefährlich sie ist. Meine Prognose für den Winter: Onesies, flausche Hoodies und Oma-Socken. Das wird nice. Wir fliegen wie bei Marvel zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lilly. Ich will immer. Dann hab ich sie weggeschubst. Ich will fliegen wie bei Marvel. Also nein, ich hab keine Kinder geschubst. Nein, nein, stopp. Mir alles vom Buffet, will ein Haus für mein. Ich hab die Kinder nicht weggeschubst. Ich hab diese Gestik gemacht, ich hab das gemacht und dann sind die gegangen. Halt, stopp, ich bin nicht Lilimon, ich habe keine Kinder geschubst. Nein, nein, nein. Hallo, Chat. Ich hab Oma Socken und die sind so flauschig, oh, die sind so flauschig. Und die ziehe ich mir jetzt auch auf meine. Seht ihr das? Ich habe nichts an. Ich habe Nackidei-Füße. Und weil ich Nackidei-Füße habe und anscheinend eine frierende Oma. Oh mein Gott, sind die weich! Geil! Ich habe euch noch gar nicht mein Onesie gezeigt. Ist mir aufgefallen, das ist mein Onesie, stylish as fuck. Stylish, klassisch. Ah, ah. Ja, so müsste ich mal zur Arbeit gehen, ne? Was ist das? Die Paketbombe wurde aktiviert. Dass meine Vagina einfach zaubern kann. Kann auch sein, dass meine Wahuhu da unten einfach fucking Harry Potter in Vagina-Form ist. Weiß man das? Nein! Also. Hä? Gender
dann frage? Gibt es eine Gästin? Also eine wiederkehrende Gästin, das erste Mal? Nein, Gast ist schon okay, richtig. Okay, perfekt. Katja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Für die paar Leute, die die erste Folge vielleicht nicht gehört haben, die es nicht getan haben, sollten sich die vielleicht auch nochmal anhören. Aber seitdem hat sich viel getan. Stell dich nochmal schnell vor und erzähl den Leuten, wie es dir geht, bitte. Ja, hi. Hallo Jungs, hallo Zuhörer. Ich bin die Katja und ich komme aus Berlin. Ich mache Cosplay, Twitch. Yeah, I heard you look good in a sundress. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. Hundertprozentig gesund. Und ich merke einfach, dass ich langsam. Wow! What the fuck? Hier ist irgend so ein Vieh. Mich hat ein Vieh angegriffen. Digga, habt ihr das gesehen? Alter. What the fuck? What the fuck? Mich hat irgendein Vieh angegriffen. Am Hals. Nein, nicht am Hals. Eine Motte. Ekelhafte. Digi, nein. Ich weiß halt nicht, wie man das macht. Ich glaube, das müsste man halt erstmal üben. Ich weiß auch nicht, wie man das macht. Ich mache ja jetzt einfach nur so. Es gibt doch bestimmt so eine Handtechnik dafür. Oder? Seht ihr, das meine ich so. Der fällt safe irgendwann runter. Aber das Ding ist ja, es ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, ist ja Samstag. Meine Nachbarn können sich nicht beschweren. Ich bin selber lustig, sorry. Nee, bei mir vibriert es halt nur. Okay. Fly to the world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, where to go. Komm mal weiter runter. Ich habe hier eine Peitsche und ich habe Clippy gesagt, so wenn er frech ist, kriegt das mit der Peitsche. So, und er war mal frech und deswegen habe ich ihn halt ausgepeitscht. Er hat gelitten. Er ist auf jeden Fall ab jetzt offiziell ein Streamer. Ein Streamer. Weil sie hat ihm Safe Call so viele Streamen verpasst. No joke, ich war hier versuchen, dass sie gleichzeitig mit mir online sein kann. Und währenddessen höre ich nur und ich war so plötzlich lernte ich das 10-Finger-Tippen, ich schwör's euch, ich war so der dann halt entsteht, die sind so cool. Darf ich auch eine Metal-Prinzessin sein? Ja, safe. Natürlich, bitte. Vor allem, darf ich eine Metal-Prinzessin sein? Ich so bin ich jetzt eine Metal-Prinzessin? Ja, ist das cool? Cool, cool. Ja. Jetzt gibt's nur noch Androhungen. Sich zusammenzureißen. Ah, ich habe mich gerade selbst gepeitscht. Ah, das kann schon gut zecken, wenn man es richtig macht anscheinend. Oh. Vielen, vielen Dank. No, mein Schatz, don't you do this. Guys, I'm so grateful for you. Vielen, 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 vielen tausend Dank. Ihr seid... Kannst du zaubern? Ja. Mach mal. Oha! Nochmal! Nochmal? Ja! Feder, Feder, Stein, Feder, Feder, Puste. Das hast du prima gemacht. Super.
Peitsche haben? Ja. Rar. So, guck mal, wie hast du das gemacht? Ich habe keine Erfahrung damit. So, runter. Ach ja. Oh oh. Nee, ne? Ah, ich trau mich nicht. Oh oh. Nicht? Oh oh. Oh je, fester, oder was? Aha. Mach mal Geräusch, kommt da... Okay, geht, ja? Nee, fester möchte ich nicht. Ich mach nicht fester. Oh. Das ist ihre Peitsche, das ist immer eine... Das ist die... Mein größter Flex, ich durfte Eva an die Wäsche. Wenn das dein größter Flex ist, Dicky, dann weiß ich nicht. So. Fancy. Wie ein Tiger. Und ich komme mit drauf. Du kommst auf mich drauf? Ja. Ja, okay, cool. Ich habe damit kein Problem. Und bei euch so, Chat? Du kannst ganz reingehen. So ganz, ganz. Ach so. So ganz, ganz, ganz. Aber am besten kniest du dich selber. Kannst du dich da reinknien? What the fuck, ja. Ich hab euch ganz doll lieb, liebe Nachbarn. Liebe Nachbarn, liebe Nachbarn. So. Jetzt hoffe ich mal, dass nicht gleich die Hausverwaltung kommt. Ha! Denkt ihr, das wird jetzt sexy, ja? Ja, passt auf. A wall. Warte. Eins ange... Dings eins da dran. Warte. I'm sexy jetzt now? Bin ich jetzt sexy? Und oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, ich sehe ein bisschen aus wie meine Katzen. Warte, warte, warte. Schwanzvergleich. Es kann für einen Jungen sehr schmerzhaft sein, wenn die Zähne mit dem Ding ganz vorne in Berührung kommt. Mit der Spitze. Ja, da steht hier, da steht was anderes. Deswegen. Und wie läuft das nun ab? Das wollen wir doch alle wissen. Kastanie, das ist schön. Kastanie. Wir nennen es Kastanie. Lass den Stöpsel sanft in deinen Mund hineingleiten. Was mache ich hier eigentlich? Jetzt ernsthaft hier zu sein. Also wir haben hier so ein Pak Choi und vom Strunk des Pak Choi. Was ist ein Strunk? Strunk ist das hier, glaube ich. Ah, okay. Alles.
Fertig. Okay, was soll. Wohin jetzt damit? Weiß ich nicht. Okay, alles klar. Okay, wir machen weiter mit Tofu. So wird aus Katze einfach Elefant. Elefant in 3, 2. What the einfach fuck? Ein Nasenbär. Das ist... Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön. Benjamin Blümchen, wir wollen mit dir gehen. Das Benjamin Blümchen, wir sagen hallo. Wir sind deine, wir lieben dich so. Benjamin, du lieber Elefant. Benjamin, wir lieben dich. Benjamin Blümchen. Es ist so, als wäre ich so ein kleiner Fisch, der halt so, der so schwimmt und so. Kniescheibe! Ey, was ist denn? Alles gut? Eine Gelenkphobie. Darf ich mir nicht aussuchen, was ich klatsche? Ach so, ja, stimmt. Let's go. Ja, du darfst meine Boobs auch klatschen. Ah, nein! Nein! Ich klatsch dir auf den Bauchnabel. Nee, doch nicht. Ich hasse Bauchnabel. Ey, auf deinen Oberarm. Wobble, wobble, wobble. Nice. Saug diese Karte mit deinen Dreckslippen wieder an. Die wollen doch unbedingt. Na, dann saug mal schön. Dyson, der Staubsauger ohne Saugkraftverlust. Holy shit. Fuck. Oh. Ich hab's aber gefangen, zählt das? Nicht schlecht. Nein. Ich habe was gefunden, ich habe aber nichts gefunden, wo ich das reinstecken kann. Wow, klang das gerade falsch, Alter. Wow. Ich konnte mich gerade nicht bremsen bei dem Satz. Hilfe? 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 Chat, Hilfe? Oh mein Gott! 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 Chat! Oh mein Gott, Chat! Chat! Herzlichen Glückwunsch, du bist herzlich eingeladen, dich dem Twitch-Partner-Programm anzuschließen! Oh mein Gott! Ja,
Saug mal so richtig. Jetzt wird hier Nägel mit Dingern gemacht. Das klingt so falsch. Ja. Der Sound ist so komisch. Ja, ich finde das super. Guck. Ja, mach das mal jetzt noch so ein bisschen. Okay. Fantastisch, danke. Super. So stelle ich mir Content vor. This is how we do it. Ja. Morgen hast du Muskelkater. Bounce. Na, ich doch nicht. Asozial voll am Fronten. Ich kann das nicht gut aussprechen. Okay. Du fängst an, ja? In 3, 2, 1. Tisch. Fisch. Ich hab gewonnen, I guess. Ja. Du hast... Ich gönn dir den Punkt sowas von hart. Wieso ist die Katze in meinem BH gewesen? Wieso ist die Katze immer noch in meinem BH? Dobby, ich weiß, auf der Suche cool nach Nippelpika. Dobby, ich weiß, wir sind cool miteinander, okay, aber... Gib mal richtig jetzt. Ach, Dobby, so, will die Peitsche! Oh Gott, der will die Peitsche. Oh süß, oh oh. Süß. So eine Aktionskarte. Oh nein. Das bedeutet... Finger in den Po stecken. Nicht ganz. Wo bleibt mein Essen? Da ist mein Essen. LOL! Okay, das war krass. Hallo, was ist los? Ich zoome jetzt mal ran. LOL! Genau da! Schande! So, jetzt geht's hier ab. Warte mal, Ich hatte... Zeig mir doch mal. Ach so, ja, okay. So. No way. Oh. Was? Wieso erfahre ich das jetzt? Wieso? Ich war beim Never Back Down Konzert bei IFA. Ich musste mir eine Bauchtasche von meiner besten Freundin aus. Let's go. Man muss immer seine Vorteile kennen. In meinen Händen sieht alles groß aus. Sage ich sowas? Weil du dumm bist. Weil du einfach dumm bist. Das ist die komplette Erklärung.
nicht das Recht, egal ob er jetzt gerade einen Verstand hat oder nicht, ihn zu töten. Das ist meine Meinung, ganz straight. Es gibt uns nicht das Recht. Genau. Aber was gibt dir dann das Recht? Wieso darfst du eine Kuh so behandeln, aber einen Menschen nicht? Guck mal, ich sag dir, nach meinem Grundsatz, die Kuh wird trotzdem gut behandelt. Aber wenn ich den Menschen gut behandle, darf ich ihm ja auch nicht in den Kopf... Lol. Ich dachte, ich mach mal nach. Geil. Der Mom. Meiner ist größer als deiner. Ja. So wie deine Titten. Aber... aber hat er, ja, auch das. Hat er einen Namen bei dir? Auch so Stitch? Das ist Stitch? Sweeter Stitch. Das ist Stitch. Bei mir heißt er nicht Evoli. So, liebe Kinder, das war der Twitch-Clips-Rückblick für 2022. Viel ist passiert und nächstes Jahr wird bestimmt noch besser. Katja wünscht euch einen guten Rutsch in 2023. Und vielen Dank für euren Support. Peace.